Herzlich willkommen zu den beiden. Heute mit dem Monster Java endlich mal. Luca. René hat mir schon viel versprochen. Absolut richtig. Monster Java, Luca Mucke, Coffee und Energy. Bist du Kaffeetrinker? Ja, echt? Tatsache schon. Natürlich, ne? Eigentlich nicht, aber ich mag die ganzen Krams trotzdem. Heute zu zweit ohne den Der Kork. Der Kork. Für Geschichte, was für Kofto. Ja, ich finde die Dose relativ geil. Sieht halt aus. Auch dieses Monster-Tab da oben hat halt was. Das mir halt auch gefallen. Es gibt noch mehr Javas, wir haben noch zwei oder drei andere hier. Es gibt auch noch ganz alte Javas, den Russian und Toffee haben wir schon mal in die Binde gekippt. Der ist von 2000, boah, scheiße, ist abgeklebt. 2013, das geht sogar noch. Monster, aber das ist genau dieselbe, also das ist quasi genau derselbe Geschmack. An die Cappuccino und Kaffee. Kona Cappuccino und das ist Luca Mocha. Es gibt auch noch Kona Blend und so weiter. Also Kona ist für viele Bohnen, genau. Das ist so viel mit Kaffee gepumpt. Es gibt auch noch die Espresso, die da oben stehen. Ja, das hast du mir schon mal gesagt. Genau, die sind aber jetzt, weiß nicht, die habe ich mir noch nicht in die Binde gekippt. Den Java Russian haben wir schon mal getrunken, den Java Toffee haben wir schon mal getrunken. Den hier werden wir auch irgendwann noch killen. Bin ich mal gespannt, zu welchem Anlass. Weil wir auch wieder absolut ein Jahr alt. 10 nächstes Jahr schon? Ja. Ja, Swiss Chocolate und Irish Blend haben wir auch noch da. Irish Blend ist einer meiner Lieblings-Javas. Da können wir uns auch irgendwann mal in die Binde kippen. Ich habe schon viel darüber erzählt. Ne? Mhm. Du hast an sich über Java viel erzählt. Deshalb, ich habe nie lange getrunken. Ich habe nur diese, es gab mal diese Monster, diese Normalkaffee-Dinger. Die kleine Espresso-Shops gab es mal in Deutschland, genau. Mal getrunken. Aber das fand ich auch nicht so geil irgendwie. Der riecht schon, das kannst du nicht bestätigen, aber der riecht nach einem Java-Eigengeruch. Es ist so ein bisschen kaffeeig, aber auch so Schokolade und so. Boah, aber geil. Absolut. Das ist das dritte Video, was wir zu dem aufnehmen. Das ist einmal mit Joachim, das kam hier online. Dann einmal mit dem Der Kork, das vor 2 Jahren oder so ist. Dann haben wir uns die Scheiße nochmal rein bei Johnson, den wir jetzt erstmal trinken. War richtig geil. Ich bin kein Kaffeetrinker. Luca riecht halt einfach pur nach Kaffee. Ich finde, er gut Energy. Ich weiß es natürlich nicht. Ich denke nicht, dass sie da einfach den grünen Energy reinhauen. Nein, Quatsch. Das ist nicht. Also es ist Plus, aber ich glaube die Inhaltsstoffe und nicht Plus. Ja, schon Plus den Geschmack. Das wäre auch ein bisschen komisch, bevor du trinkst so Kaffee mit Monster. Ja, genau. Zucker haben wir 35 Gramm pro Dose, also 444 Milliliter. Was haben denn andere Kaffees? Na gut, wir haben jetzt hier die Hostess Honey Bun Dinger, die werden natürlich sehr perfekt, da steht die so. Ja! 100 Milliliter, 27 Gramm, also der hat auch 100 Milliliter fast so viel wie der pro Dose. Und das sind 500 Milliliter. Nächstes Video, um den Rad. Heute ist Kaffeetag. Ja, heute ist Kaffeetag, bin ich halt. Boah, der ist geil. Ehrlich, oder? Mhm. Also ganz ehrlich, also ich hasse Kaffee eigentlich, aber die Java. Das Ding ist, der schmeckt halt auch nicht, also der schmeckt milchig, aber der hat nicht die Konsistenz von diesem Milchigen. Also so ein bisschen so dickflüssiger. Ja, jein. Schmeckt geil. Ich finde, die haben auch so einen kleinen schokoladigen Geschmack. Die haben auch einen ganz komischen Eingeschmack, irgendwie so einen Nachgeschmack. Das ist aber das typische Monster Java Eigengeschmack. Wirst du sehen, wenn wir uns die anderen auch nochmal irgendwann hinterkippen, was weiß ich, Swiss Chocolate und so weiter. Also der schmeckt mehr nach Schokolade als der Swiss Chocolate. kam ich nie hinter, bin ehrlich. Ich habe den Swiss Chocolate aber auch erst einmal getrunken. Wir haben ihn gerade noch voll hier. Aber vielleicht schmeckt der dann nochmal anders. Ich weiß es nicht. Ja, der ist aber lecker. Also, das Ding ist so, also, Umsetzung ist auf jeden Fall top. Ist so. Also, ich glaube, ich werde mir den jetzt nicht, wenn ich auf Zocken bin, mir so ein Ding reinhauen, aber. Nee, so für den Herbst oder so wäre das voll klar. Mal, also zwischendurch, irgendwie, wenn du unterwegs bist oder so. Den Salted Caramel war früher mein Liebling, aber erstaunlicherweise, je mehr ich probiert habe, desto mehr andere mag ich im Gegensatz zu Caramel. Also Caramel ist eher der, den ich mir am wenigsten. Das ist auch ein Flickfunk. Der erste, den ich getrunken habe, war Vanille. Vanille Light. Boah, Vanille ist, glaube ich, auch geil. Der war auch schon sick, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Umsetzung auf jeden Fall 10 von 10. Steht der Kaffee drauf, dann schmeckt der Kaffee, das ist halt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach kaufen. Also 6 von 10, 7 von 10 irgendwie. Wie gesagt, kannst du nicht immer. Stell dir mal vor, du kaufst den im Sommer. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Boah. Auch nicht kalt. Auch nicht kalt. Nee, stell dir mal vor, du bist richtig so 35 Grad draußen und kaufst dir das Ding. Auch in kalt, aber trotzdem nicht. Die habe ich ja gekauft, als wir in Holland waren. Das war ja im August, Mitte August irgendwann. Da habe ich den Zoll Caramel mir hinter die Binde gekippt gehabt, irgendwann mal beim Schneiden. Konnte ich nicht. Es war zu pappig so im Sommer. Ja. Diesen warmen Kaffee-Ding. Das ist es nicht. Ich glaube wirklich, also Java trinke ich größtenteils so im Frühjahr, Herbst oder sowas. Deswegen passt sich das ganz gut. Das ja, genau. Das ist ein richtiges Herbstgetränk. Oder auch so. Ja, wohl Weihnachten. Ach, der Irish Blend könnte zu Weihnachten passen. Der ist so mit Baileys angehaucht. Ui. Ui. Aber ohne Baileys. Scheiße. Ja. Und den können wir uns zu Weihnachten zum Beispiel mal reinschaufeln. Ja, wie gesagt, 7 von 10 und Umsetzung auf jeden Fall 10 von 10. Also, ich gebe ihm auch nur insgesamt eine 9 von 10, weil ich finde den absolut geil. Also ich würde ihn mir in Deutschland wahrscheinlich nicht holen, weil die Deutschen wieder verschlechtern. Ja, das ist wieder wie immer. Die verschlimmbessern den wieder, ne?
Aber Jar weiß halt auch was, das kann ich mir nicht wirklich in Deutschland vorstellen. Nee, das ist so ein richtiges Ami-Getränk eigentlich. Oder? Ja. So, du gehst in irgendein Target oder sowas in Amerika, guckst dir das Ding, scheiß Java. Aber in Deutschland, stell dir mal vor, du gehst in Kaufland und findest den. Nee, das passt nicht. Das ist wirklich so. Das funktioniert einfach nicht. Das funzt nicht. Ja, der Hirsch. Kaufland führt ja gar keinen Monster mehr. Die haben ja diesen Vertrag mit Coca-Cola bezüglich Monster beendet. Und echt? Ja, Kaufland waren auch die einzigen, die noch Relentless vertrieben haben über Coca-Cola. Ah, ja gut, aber Monster haben die noch, oder? Nee, keine Monster mehr? Nein, kein Monster mehr. Die haben Rockstar noch. Aber Monster hat... Wir gehen doch nachher in Kaufland. Ja. Dann werde ich, wir nehmen die Kamera mit, ich werde dich vor das Energy-Regal stellen, dann wirst du das sagen, es ist kein Monster mehr. Ich kaufe mir nicht einfach so irgendein Monster, keine Ahnung, ich bin bei den Monster-Sorten, wenn ich auf mir mit Bull. Weißt du, was es gibt wieder? Einen neuen Booster. Echt? Was kein Witz. Erdbeer-Aprikose. Habe ich auch noch nicht gefunden. Erdbeer-Aprikose ist doch die Red Bull-Sorte. Die Summer Edition, die orangene. Ist doch auch Erdbeer-Aprikose. Du hast recht. Ja, da können wir uns dann auch Harry Winde kippen, aber es ist halt die fünfte Booster-Sorte. Ja, und die wird halt auch wieder genauso schmecken wie der Red Bull wahrscheinlich. Du boosterst immer gegen Booster, genau. Du roastest immer gegen Booster. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde halt... Naja, egal. Ja, wie auch. Bro, wo ist Monster? Hab gekauft worden. Ich bin ehrlich, die haben mich auch so Importkram. Hier haben Mirinda Strawberry. Aber kein Monster. Voll abgeklaut. Cindy? Einmal bitte liken, kommentieren und ein Abo dalassen. Das ist kostenlos. Danke.